Hallo Seekreuz-Freunde, willkommen zurück auf dem Seekreuz-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships und willkommen zurück zu dieser Flaschenpost zum Wochenende, wie ihr das quasi schon gewohnt seid. Endlich gibt es ja wieder so genug Themen, dass wir hier eine Flaschenpost nach der anderen machen können. Und ja, wir fangen direkt an, ihr seht die Themen wieder an der Seite aufgelistet. Wir fangen direkt an mit dem Mondneujahr. Gab es ja auch letztes Jahr schon so ähnlich zumindest, so einen asiatischen Feiertag im Spiel. Und jetzt stehen wir quasi kurz davor. Wir haben Neujahr schon gefeiert, jetzt feiern dann die Asiaten. Ja, und womit geht's los? Wir kriegen den östlichen Hafen ins Spiel oder haben ihn schon. Nämlich den Drachenhafen, der jetzt ein bisschen optisch aufgepimpt ist. Hier mit diesen Lampignons, Feuerwerken, goldener Drache und so weiter. Auch neue Soundkulissen und so weiter wurden dahinter ja verbaut. Ich mache hier mal den Themenpunkt zum aktuellen. Ja, wie gesagt, der östliche Hafen. Dann geht's weiter. World of Warships stellt uns zwei Kapitäne ins Spiel, die man erspielen oder teilweise auch erkaufen kann. Und das ist dann hier Darong und Quang Rong. Was bringen die beide miteinander? Das sind natürlich wieder Brüder, ja, wie wir das inzwischen ja schon gewohnt sind. Es gibt einmal den Survivability-Expert, also Überlebensfähigkeit verbessert. 400 Punkte statt 350 und 20 Punkte statt 15 Punkte mehr für jede Tierstufe und dann auf den Healthpool gerechnet. Ne? Also 4000 Punkte für ein Schiff der Stufe 10 und 2000 Punkte. 200 Punkte für ein Flugzeug der Stufe 10. So rum ist richtig. Außerdem gibt es natürlich dann auch den Demolition Expert, also Sprengmeister. Wer den geskillt hat, der kriegt 3% Brandwahrscheinlichkeit Bonus auf die HE-Granate. Bei den Raketen 2% und bei den HE-Bomben 6%. Ich glaube, der Standardwert ist jeweils 1% drunter. So, und dann gibt es auch einen Kampfauftrag, weil einen davon könnt ihr euch erspielen. Und das sind eigentlich überschaubare Sachen. Der läuft vom 1. Februar bis 15. Februar, also geht direkt heute los. Und zwar ist es der Kapitän Darong. Ja, ganz bekannt, finde ich. Ja, habe ich noch nie gehört. Verdient in Gefechten 50.000 Kapitäns-EP und erzielt mit euren Batteriegeschützen 500 Treffer bei gegnerischen Schiffen. Belohnung ist ein Mondneujahrscontainer und zwei Tarnmuster Mondneujahr. Das ist die neue Verbrauchstarnung, die jetzt Saison hat. Und wir haben Schiffe der Stufe 5 bis 10, Unternehmen, Zufall, Koop und gewertete Gefechte. Also wie gesagt, Kapitäns-EP, das ist dann auch mit Boost erlaubt. Das heißt, ihr könnt Signalflaggen darauf setzen, damit ihr möglichst schnell die Kapitäns-EP zusammenbekommt. Und 500 Treffer mit der Hauptbatterie, ja, schafft man schon. Ne? Ist halt aber ein bisschen kompliziert. Mit Flugzeugträgern schafft man das, glaube ich, nicht. Von daher, ja, bleiben dann wohl nur Schiffe übrig. Also Schlachtschiffe, Kreuzer, Zerstörer. Das sind hier die Sachen. Der Auftrag kann da einmal abgeschlossen werden. Wenn man den fertig hat, kommt man zur Etappe 2, verdient 50.000 EP und 500 Bänder. Die 50.000 EP sind alle EP, also auch die geboosteten, die man mit Lackierungen oder so nach oben bringen kann. Da zählt alles rein. Ein Container Mondneuer und zwei Tarnmuster Mondneuer gibt es dazu. Und der Rest sind dieselben Regeln, T5 bis T10. Unternehmen, Zufall, Koop und gewertet. Und dann kommen wir zu Teil 3. Und da müsst ihr 25.000 Base XP erzielen. Und dann mit euren Sekundärgeschützen 250 Treffer bei gegnerischen Schiffen durchführen. Perfekte Sache zum Beispiel für Sekundärgefechte. Ne? Einfach mal einen Kurfürsten oder so auf Sekundärskillen reinfallen in den Gegner und das am besten mit der Genauigkeit. Und dann habt ihr ganz schnell 250 Treffer zusammen. Ja, da gibt es dann als Belohnung Mondneujahr, asiatische Laterne und den Aufnäher Jahr des Schweins. Ja. Und dann auch wieder T5 bis T10, Koop, Zufall und gewertet. Der Auftrag kann nur einmal abgeschlossen werden. Hier gibt es noch ein paar bunte Bildchen, wenn man nicht lesen möchte. Und an der Seite ist dann Darong. 10 Fertigkeitspunkte bringt der Kapitän von Beginn an mit. Nächste Aufgabe ist hier vom 1. Februar bis 8. Februar aktiv. Ihr müsst nur ein einziges Gefecht spielen, nicht mal gewinnen. Und ihr bekommt 3 Tage World of Warships Premium Konto geschenkt. T5 bis T10. Auch wieder Unternehmen, Zufall, Koop gewertet und Clan-Gefechte. Dann gibt es Direktiven und zwar Fly, Strike, Win. Das ist das Event, was angelehnt ist an die Flugzeugträger sozusagen. Und ja, da gibt es das ist so wie bei der Royal Navy-Geschichte oder jetzt mit dem Friedrich Direktiven erfüllen. Dafür gibt es Container oder was auch immer. Es gibt keine große Schlussbelohnung, wo man, wenn man die ganzen 4 Direktiven fertig hat, dass man dann irgendein bestimmtes Schiff bekommt oder sowas in der Art, sondern ist einfach nur, man bekommt Container, man bekommt Kohle nebenbei, also die, die man für das Arsenal braucht und
ja, es ist einfach spaßig, soll ein bisschen unterhalten und ja, mal gucken, was sie sich noch einfallen lassen. Ich denke mal, das sollen ja jetzt 3 Updates werden, wo es halt um Flugzeugträger geht, weil sie jetzt ja auch die ganze Zeit mit denen so ein bisschen arbeiten und verbessern und verändern wollen, werden, müssen, tun und so weiter. Wie gesagt, in den Containern, das hier sind Standardcontainer, kann alles Mögliche drin sein, also ein Premium-Schiff, zum Beispiel die Anshan, Luoyang, Huanghe oder Irian kann mit da drin sein. Und dann gibt es Tarnmuster, Kreditpunkte, Verbrauchsmaterialien, Signale, Elite-Kapitäns-EP, Kohle und. Was ihr darin halt alles so finden könnt. Also von daher auch eine nette Sache, dass man da nochmal ein paar Container verdienen kann. Hier gibt es nochmal eine Übersicht. Es gibt einmal den Standard-Container. Da habt ihr dann die Chance auf verschiedene besondere Lackierungen. Ein Tag Premium-Spielzeit, 250 Dublonen, 5000 Free XP und dann natürlich die Sondertarnung. Auch das für Anshan, Luoyang, Huanghe und Irian. Die zeigen wir am Ende nochmal, wie die Tarnungen aussehen. Und wenn ihr das Premium, wenn ihr die Premium-Version dann doch irgendwie mal erkauft oder bei uns zum Beispiel in unseren Livestreams gewinnt, weil wir jetzt den ganzen Februar über immer mal wieder kleine Giveaways machen werden für alle, die unseren Kanal abonniert haben und 4 Stunden Watchtime haben. Die können gerne bei uns mitmachen. Und wenn ihr die 4 Stunden noch nicht habt, dann heißt es einfach jetzt einsteigen. Zum Beispiel morgen am Samstag ab 20.30 Uhr, ab 20 Uhr, Entschuldigung. Dann habt ihr die Möglichkeit, halt eure Watchtime zu bekommen und danach könnt ihr dann an den Gewinnspielen auch mit teilnehmen. Wir sind immer wieder aktiv und haben immer wieder Überraschungen parat für euch. So, und dann geht's weiter. Arsenal-Angebot, weiß ich nicht, ob man das Angebot nennen sollte, ist es ja am Ende irgendwie. Diese Etappengeschichte, 15 Container, Mondneujahr, Premium-Container für 8.888 Dublonen in der ersten Etappe. Dann, wenn man die 15 aufgemacht hat, oder das erste Paket gekauft hat, dann kann man das zweite Paket kaufen, dann kann man das dritte Paket kaufen. Im dritten Paket ist garantiert die Irian drin, ein T8 Premium-Schiff und ein 10er Kapitän. Und das ist der zweite Elite-Kapitän, den wir vorhin schon genannt haben. Also quasi der Bruder von dem oben genannten, den man sich frei erspielen kann. Dann gibt es Tarnmuster. Und zwar anlässlich der Feierlichkeiten themenbasierte Tarnmuster. Mondkrieger nennt die sich. Und die hat halt Erkennbarkeit des Schiffes reduziert, Streuung der Granaten erhöht, die vom Gegner auf euch abgeschossen werden. EP je Gefecht um 100% gesteigert, Kapitäns-EP um 75% gesteigert und Free-XP um 50% gesteigert. Und dann haben wir natürlich, hier ist nochmal die ganzen Sonderlackierungen, asiatische Laterne und so weiter und so weiter, Frühlingshimmel. Sind hier nochmal mit Schiffen dargestellt. Ja, der Vollständigkeit halber mal durchgegangen. Asiatische Laterne ist hier auch dabei. Und dann haben wir hier die, ja, den Mondkrieger. So sieht die Tarnung aus. Und dann haben wir hier noch die Premium-Tarnung, die halt dauerhaft sind. Und ich finde ehrlich gesagt, die Huanghe finde ich sehr, sehr schön. Das ist mir fast schon zu verspielt. Das ist mir zu trist. Und das hier finde ich auch wieder richtig schön. Meine persönliche Meinung anschauen. Ja, das ist so ein bisschen orientiert an der Verbrauchstarnung. Aber ja, ich finde das eigentlich ganz angenehm. Vor allem, wenn man das im Dunkeln spielt mit den Lampions. Glaube ich, finde ich das irgendwie ganz lustig. Ja, wie gesagt, die hat dann auch besondere Wertungen hier. Für die Luoyang, Huanghe und Irian sind es die Erkennbarkeit und Streuung wieder. Wartungskosten um 10% reduziert und EP je Gefecht um 50% gesteigert. Und für die Anschauen gibt es eine Sondertarnung, die dann Streuung und Erkennbarkeit, die Standardwerte hat, Schiffswarte um 10% reduziert, EP je Gefecht um 50% gesteigert und freie EP je Gefecht um 100% gesteigert. Also in der Beziehung ist die Tarnung meiner Meinung nach sogar die effektivste, macht am meisten Sinn, weil das nicht die Standardtarnung hat. Also die hat mehr Wert als die Standardtarnung, weil die Standardtarnung der Anschan, also die Premium-Anschan-Tarnung sozusagen, hat diese Werte nicht. Ja? Und das ist eigentlich das Besondere dabei, finde ich. Naja, das ist das, was wir euch zum Mondneujahr 2019 sagen können. Jetzt kommen wir zu Aufgaben und Rabatte. Und das Erste, was wir euch dazu sagen können, ist ja quasi, hier oben habe ich die Aufgaben schon erwähnt, das ist halt diesen Kapitän erfahren. Und dann geht es schon weiter. Ihr habt aktuell die Möglichkeit, in World of Warships den Kapitän kostenlos zu resetten. Ja, das sind quasi, ist ein 100%iger Rabatt auf Umskillen. Ja, vom 31. Januar bis zum 8. Januar, bis zum 8. Februar könnt ihr die Fähigkeiten komplett zurücksetzen und das auch immer wieder. Ja, also wiederholt zurücksetzen ist auch möglich, um euch an die neuen Gegebenheiten gegen Flugzeugträger anzupassen, kann man eigentlich sagen. Dazu will World of Warships euch ermöglichen.
Nächster Punkt ist, aktuell und dieses Wochenende nicht auf der Homepage geschrieben, gibt es 200% Gefechtserfahrung für den ersten Sieg des Tages. Also 200% gibt es on top, nicht 50%. Es steht hier auch in keinem Artikel von World of Warships drin, dass heute 200% anfallen. So, ich behaupte jetzt oder ich gehe davon aus, dass sie am ganzen Wochenende zur Verfügung stehen, die 200%. Das ist eigentlich üblich. Wenn es am Freitag da ist, ist es auch Samstag und Sonntag da. Das ist der nächste Tipp. Also, das sind wir schon bei drei Rabatten, kann man sagen. Denn der dritte Rabatt ist, nämlich, dass Wargaming angekündigt hat, dass wir hier noch eine zweite Phase bekommen. Dass der zweite Monat, also dass es mit der Version 0.8.2 nochmal eine kostenlose Zurücksetzen in zwei Monaten geben wird. Um sich dann halt nochmal weiter anzupassen, weil die FLAG offensichtlich dann doch noch stärker überarbeitet wird und das ganze Spielmodell, weil sonst würden sie das ja nicht mehr machen müssen. Aber anscheinend gibt es da auf jeden Fall noch eine ganze Menge an Verbesserungen und Veränderungen, die da ins Spiel dann das Spiel durcharbeiten muss und dadurch möchte man dann den Spielern nochmal die Möglichkeit geben, nochmal kostenlos umzubauen. Dann gibt es Angebote im Premium-Laden und das möchte ich ganz kurz noch darauf eingehen. Es soll, wie gesagt, keine Werbung sein, es ist ein reines Informieren. Das möchte ich nochmal ganz doll betonen. Das mache ich nicht, dass ihr bloß Geld ausgibt für World of Warships, überhaupt nicht. Das ist einfach nur eine Information für euch, dass es das im Premium-Laden gibt, weil es vielleicht auch den einen oder anderen gibt, der da auf sowas, der sowas gerne machen möchte und ja, dann hier halt die Information vorfindet, dass es möglich ist und es sonst selber erst am Sonntag gesehen hat vielleicht oder vielleicht auch vergessen hätte, reinzugucken. Wie gesagt, Flaschenpost ist auch ein Nachrichtenformat in erster Linie. Wie gesagt, es gibt verschiedene Pakete, panasiatische Container hier, Mondneujahr für verschiedene Geschichten. 2,70 Euro soll der Standardcontainer, also der einzelne Container kosten, das ist inzwischen ja der Standardpreis. Die Inhalte, habe ich euch bereits schon erzählt, sind Lackierungen, Free-XP, Dublonen, Premium-Spielzeit. Dann habt ihr eine Drop-Chance auf Premium-Schiffe, diese vier, und eine Drop-Chance auf die Sonderlackierung für das Schiff. Und dann gibt es natürlich noch die Tarnung Mondkrieger, die kann man auch einzeln kaufen, wenn man sie nicht nur aus dem Container sammeln möchte. Die gibt es dann hier einmal im 100er-Paket und einmal im 200er-Paket. Und eine Key ist auch aktuell reduziert. Und zwar hier auf 38,99, wenn man nur die Key haben möchte. Ich weiß nicht, ob ihr da Interesse habt. Die wurde ja jetzt gebufft mit dem Patch 0.8.0 und da ein bisschen auf Vordermann gebracht. Die Torpedos kommen weiter. Die Genauigkeit der Geschütze wurde etwas verändert. Und ist nun mal vielleicht eine Information, die euch weiterhilft. Gut. Und mit der Leterrible haben wir euch in der letzten oder vorletzten Flaschenpost schon erzählt. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Wie gesagt, zweiter Kapitän, da kann ich noch mal ganz kurz zeigen, der zweite Kapitän-Reset, dass er da nochmal eine Chance geben wird mit dem Patch 082. Da hatte ich eben schon einiges zu erzählt. Und dann kommen wir zu Azuma, das ist hier oben. Und zwar hat Wargaming darauf reagiert, dass wir als Community doch gesagt haben, wie, was, warum. Ist das jetzt hier kein T10-Schiff mehr, jetzt wird das Schiff hier genervt und kaputt gemacht, es ist wenig interessant geworden, sie haben Angst vor der Stalingrad oder wie auch immer. Am Ende ist es einfach so, dass Wargaming hier sagt, dass die Azuma, um sie auf Tierstufe 10 festzuhalten, zu viel Änderungen hätte erfahren müssen, die zur Azuma so nicht mehr gepasst hätten. Ja? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die Azuma nur ein Blueprint-Schiff ist oder ob es das wirklich gab oder ob es da zumindest Ansätze für einen Bau gab. Ich habe da mich noch nicht mit beschäftigt. Das ist die Aussage und sie werden die Azuma auf T9 bringen, aber sind schon in Planung eines weiteren Schiffes, welches dann auf T10 kommen soll und das als die Azuma als Ableitung sozusagen nehmen. Das ist das, was hier gesagt wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare, entweder unter dem Facebook-Artikel oder unter diesem YouTube-Artikel, was ihr dann davon haltet. Und das soll schon gewesen sein mit der Flaschenpost heute. Wieder eine kurze Flaschenpost, 15 Minuten gerade mal. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Informationen mitgenommen, die ihr vorher noch nicht hattet. Wenn dem so ist, würde ich mich doll darüber freuen. Wieder Daumen nach oben da lassen gerne. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt und die Sache, die wir hier machen, gut findet, lasst uns gerne ein Abo da. Das freut mich auch immer sehr und mein Team natürlich auch. Ja, und dann sage ich einfach schöne, konstruktive Kritik bitte, Kommentare, Weiterempfehlungen, Feedback aller Art, solange es konstruktiv und fair ist,
bin ich da auch immer sehr offen für solche Sachen und wir lassen es gegebenenfalls dann auch in die nächsten Videos einfließen. Wenn ihr noch ein Thema habt, was wir hier noch nicht erwähnt haben und was wichtig für euch ist, was erwähnt werden sollte, schreibt mir gerne auch das in die Kommentare unter das Video oder schreibt mich im Discord an oder einfach auch im Spiel. Könnt ihr ja auch einfach mal Racha suchen und dann geht die Luzi ab. So, ich wünsche euch jetzt schönes Wochenende und ja, wir hören uns dann im nächsten Video. Haut rein. Bis dahin, euer Secrets-Team, euer Maracha. Ciao, ciao.